Hallo und willkommen in einem neuen Video von Sailing Orison. Ja, ein paar Tage sind wir jetzt schon am Boot. Unsere Orison, die steht ja in Griechenland, auf der Insel Aegina bei der Asprakis-Werft. Ja, und wir sind ganz happy, dass das Boot den Winter gut überstanden hat und alles in Ordnung war. Wir haben nur die Vollpersenning runtergemacht, haben sie schön abgespritzt, ein bisschen gewaschen und jetzt steht sie wieder super da und es funktioniert toi 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 auch alles. Ja, dieses Jahr sind wir nicht nach Athen geflogen, sind also nicht mit dem Flieger gekommen, sondern wir haben uns letztes Jahr einen kleinen Camper gekauft und sind heuer mit dem Camper runtergekommen. Auch mal eine spannende Erfahrung. Wir haben nicht die Route über die Adria mit der Fähre gewählt, sondern eine östliche Route. Und da ging es durch vier Länder durch. Ich kann mal kurz die Route animieren. Das ist eigentlich ganz spannend. Also wir sind in Deutschland gestartet, komplett durch Österreich durch, durch Ungarn durch. Durch Serbien ging's, durch Nordmazedonien und sind dann in Griechenland angekommen. In Österreich sind wir ganz nett am Wolfgangsee gestanden und haben dort übernachtet. Dann ging's weiter nach Ungarn, dort sind wir am Balaton gestanden. Da waren wir beide noch nie, war auch toll, hatten da auch echt einen super schönen Stellplatz. Dann ging's durch Serbien komplett durch. Das Land hat uns jetzt nicht so gefallen, das ist sehr eintönig von der Landschaft her. Und da sind wir einfach komplett durchgefahren den ganzen Tag und sind dann in Nordmazedonien angekommen und haben dort an der Grenze an einer Autobahnraststätte übernachtet. Das war auch mal eine interessante Erfahrung, an einer Raststätte zu übernachten, so wie die LKW-Fahrer. Nordmazedonien hat uns wiederum sehr gut gefallen. Ganz viel Natur, sehr grün, schön bergig und eine echt spannende Autobahn. Ja, und dann sind wir auch schon in Griechenland angekommen, haben dort die letzte Nacht in der Nähe von Volos verbracht, sind dort am Meer gestanden. Also wirklich traumhaft, war ein toller Stellplatz. Und dann ging es schon weiter runter nach Piräus. Und in Piräus haben wir noch gerade so auf die Fähre gepasst, auf die, die gerade abfuhr. Ja, und dann waren wir schon hier auf Ägina. Ja, warum wir heuer mit dem Camper runtergekommen sind, hat nämlich schon einen tieferen Sinn. Wir haben den letztes Jahr im Herbst gekauft noch, kurz bevor wir in unser Winterquartier geflogen sind. Und weil wir gesagt haben, okay, wir segeln noch eine Saison und dann verkaufen wir die Orison, beenden wir das Thema Mittelmeer segeln. Uns zieht es dann mal auch ein bisschen ans Landesinnere, sprich in die nördlichen Länder, Skandinavien, Schottland, Wales, Isle of Man, Irland. Das möchten wir uns mit dem Camper anschauen. Es gibt noch so viel anzuschauen. Und die Zeit ist dann doch letztendlich begrenzt. Und dann haben wir gesagt, okay, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deswegen verkaufen wir nach der Saison, so war es geplant, unsere Orison. Es ist nicht so, dass uns das Segeln nicht mehr gefällt. Ganz im Gegenteil. Also wir könnten noch 10, 15, 20 Jahre hier unten segeln. Aber wie gesagt, man kann nicht alles machen. Und ich bin halt auch nicht so der Typ, wo sagt, okay, da ein bisschen, dort ein bisschen. Wenn ich was mache, möchte ich es gescheit machen. Und es ist mir an der Zeit, was anderes zu machen. Und deswegen verkaufen wir oder wollten nach der Saison unsere Orison verkaufen. Aber jetzt haben wir im Winter eine Anfrage gehabt, so durch Zufall, ganz unaufgefordert, ob wir denn oder was mit dem Plan mit unserem Schiff. Auf jeden Fall hat es jemand das Boot angeschaut vor ein paar Tagen und jetzt ist es so, dass wir das Schiff schon jetzt verkauft haben, also vor der Saison. Und die Übergabe war schon an Land und im Wasser ist es in 7 Wochen, wird es dann komplett übergeben und dann haben wir jetzt kein Boot mehr, sondern wir werden jetzt heuer Urlaub machen mit unserem neuen Camper die nächsten 7 Wochen am Peloponnes. Jetzt muss ich aber zur Silvi runter ein bisschen helfen noch und wir erzählen heute noch ein paar Dinge gemeinsam, was wir so vorhaben und wiederum die Entscheidung so gefallen ist. Es kommt gerade ein Schiff ins Wasser. Da wird gekrannt. Und Andi, der ist da oben auf unserem Camper zugange. Macht da oben sauber. Puh, muss ich aufpassen, dass ich hier nicht nass werde. Und da wollen wir heute Solarpaneele draufkleben. Vorbereitungen hat er schon getroffen, Kabel und so gelegt. Und heute ist so mit die finale Arbeit. Wasser im Arsch, bitte. Au, ich muss Wasser anmachen, soweit er abspritzen kann. Ich habe so ein Kit bestellt für Wohnmobil zweimal. Da ist so ein Spezialklebeband dabei von 3M. Das muss so extrem gut heben. Zuerst wollte ich es mit Sikaflex machen und mit Primer. Aber die Fachleute haben mich dadurch überzeugt, dass es mit dem Klebeband super geht. Und ich hoffe, das hält auch. Es soll kurzfristig bis 230 Grad beständig sein, dieses Klebeband. Also so warm wird es auf dem Dach nicht. Lassen wir uns überraschen. Und da ist das erste Solarpanel. Wie viel Watt hat es, Schatz? 125. 125 Watt und da haben wir zwei Stück davon. Dann haben wir 250 Watt auf dem Dach.
So, Klebeband ist dran. Das doppelseitige Spezialklebeband. 10 Sekunden fest andrücken, dann soll es angeblich schon heben. Hier kommt auch noch eins hin. Ah, da kommt noch mehr in die Mitte, okay. 5 Bahnen insgesamt? Mhm. Okay. So, die erste Paneele habe ich mal geklebt. Gut beschwert. Jetzt haben wir 10 Sekunden andrücken, aber ich lasse es mal ein bisschen länger. Droben machen wir mal Frühstück, die andere ist noch lose. Ja, und der Andi, der bohrt jetzt keine Löcher mehr in Boote, sondern in unserem Camper. Oh, da muss das Kabel durch. Sieht gut aus? Gut gegangen. Logisch. Löcher bohren ist immer so eine Sache. Egal ob Boot oder Auto. Ja, und Anni hat das zweite Solarpanel mittlerweile auch schon draufgeklebt. Alles schön beschwert hier. Mit allem, was wir hatten. Ja, und da beim Kreuzchen hier kommt auch noch ein Loch rein. Muss auch noch ein Loch rein. Fürs zweite Kabel, fürs zweite Solarpanel. Und unterm Aufstelldach geht Anni dann mit den Kabeln zusammen. Da führt er sie zusammen. Dann hat er was ganz Spezielles. So eine Kette, wo genau das Kabel für das Dach immer drauf runter geht, ist ein bisschen tricky. Dass es nicht eingeklemmt wird. Aber ich hoffe, ich bekomme das hin. Ja, heute ist Waschtag. Gestern war auch schon Waschtag. Da war es dann aber blöd, da hat es nämlich geregnet und dann habe ich alles unter das Bimini irgendwie aufgehangen. Eine ganze Maschine. Ja, morgen ist wieder Waschtag. Das ist schon Wahnsinn, was immer ständig an Wäsche zusammenkriegt. Ich weiß gar nicht, wo die immer herkommt. Auf jeden Fall trocknet sie heute gut. Und wie schaut's aus? Super. Das ist dermaßen stabiles Klebeband. Da geht kein Millimeter nach hier, kein Mühe. Jetzt muss es aber noch mal 20 Stunden austrocknen. Und ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Das ist also überall so ganz klein, so 2 Millimeter Luft durchgehend. Wenn mal Wasser reingeht, dass er wieder rausgeht. Dass wieder raustrocknen kann, besser. Wenn sowas passiert, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Also ist top, gefällt mir ganz gut. Jo, gucken wir mal, ob sich das bewährt. Wir werden berichten. Sieht auf jeden Fall schick aus. Definitiv. Passend zur Wagenfarbe. Ja. Ja, jetzt kommt für mich hier eine große Herausforderung. Und zwar muss ich jetzt in den kleinen Camper ganz viele Sachen reinkriegen. Und zwar habe ich ja megamäßig viel Platz auf unserer großen Orison. Und möchte aber auch eine ganze Menge mitnehmen, ist ja klar. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Kleidung und vor allem die Küchenutensilien hier reinkriege. Ja, bin ich jetzt gespannt, da lege ich jetzt los. Aber Silvi, aber manchmal ist auch weniger mehr. Ja, back to the roots. Back to the roots. Ja, erster Sieg. Ich habe doch relativ viel hier reingekriegt. Mehr als ich gedacht habe. Und Andi hat dann das Fach hier drüben. Das Schöne ist, es geht noch da hinten rein. Und dann haben wir hier ja noch ein Mittelfach. Aber die meisten von euch kennen das natürlich. Ups! Und dann möchte ich so ein bisschen Bettwäsche und Handtücher und sowas noch reinpacken. Und dann brauche ich noch ein Körbchen. Ja, oder zwei. Mal gucken. Wird schon. Machen wir das Aufstelldach hoch. Es war 2 Tage lang geschlossen. Und ich möchte probieren oder testen, ob alle meine Verklebungen noch in Ordnung sind, ob es gut ausgehärtet ist. Ja, schaut gut aus. Ich habe gerade das Dach hochgeklappt. Ich wollte noch mal kontrollieren, ob alles soweit gut getrocknet ist. Die Solarzellen haben jetzt die 2 Tage Regen auch bestens überstanden. Also sind wirklich sowas von fest dran hier. Da geht kein Millimeter nach. Das ist richtig gutes Klebeband. Wahrscheinlich wird es eher ein Problem werden, wenn man es mal austauschen müsste. Ich hoffe, dass es nicht kaputt geht. Die Kabelführungen hinten durch. Und hier unten dann diese Kette, wo das Kabel durchgeht. Das kenne ich von der Industrie her gesehen, weil da muss man ganz genau aufpassen, dass das Kabel sich nicht einklemmt beim Dach zumachen.
Und habe es einfach da außen rumgeführt, auch mit Sikaflex. Bis nach vorne. Da man kann es ein bisschen erkennen, geht es dann rein, da stört es überhaupt nicht das Kabel. Unterm Dach, wenn es zu ist. Und wenn es zu ist, sieht man überhaupt nichts. Und weil das Auto ja so hoch ist, kann man das Kabel auch nicht sehen, wenn das Dach offen ist. Ist echt gut geworden. Und ich hoffe, dass es viele Jahre hält. So, geschafft. Küche komplett. Man muss schon ein bisschen stapeln, sonst funktioniert es nicht. Ich hoffe, die Schubladen sind nicht so schwer beladen. Ha, da ist sogar noch Luft. Ja, jetzt kann es dann losgehen. Ja, Andi hat schon ganz schön Ordnung in unseren Kofferraum gebracht. Ja, die Angelhalterung habe ich gebastelt gerade. Stimmt, da oben, ja. Stört sie nicht. Ich hoffe, ich stoße beim Schlafen nicht hin. Die Box haben wir alle gut reingepasst vom Schiff ins Auto. Ist super. Alles schön verriegelt. Und? Alles fest. Eine Taschenlampenhalterung habe ich gebastelt. Ja. Das haben wir aufgemacht, dass man schnell eine Taschenlampe hat. Andi ist nämlich ein Taschenlampenfan. Lass mich noch mal ganz hier einmal reinhalten. So schaut es da drinnen aus. Vorne noch ein bisschen Küchenutensilien und drunter habe ich Handtücher und Bettwäsche, so eine ganze Box. Da unten, ja, passt schon einiges rein und ganz wichtig, mein Schnorchelzeug. Jetzt möchte ich euch noch schnell unser Aufstelldach zeigen. Da habe ich nämlich gerade das Spannbetttuch drauf gemacht, was auch relativ gut gegangen ist. Und da schaue ich jetzt mal hoch, zeige ich euch mal. Also zuerst muss man mal diese Leiter rauf. Und die ist gesteckt, die besteht aus zwei Teilen und wird hier arretiert auf beiden Seiten. Und dann geht es da hoch. Ups. Hier haben wir eine große Öffnung mit Mückengitter. Und dann schaut es so aus. Knapp 1,40 auf 2 Meter. Eine ganze Menge Platz. Schön luftig. Hier ist ein Fenster ohne Öffnung und hier ist auch eine richtige Belüftung mit Fliegengitter. Und hier oben, oh, da blendet gerade die Sonne, ist noch eine Luke. Die kann man auch super aufmachen. Und dann hat man ausreichend Belüftung hier oben, hoffe ich. Ja, wird bestimmt ganz cool hier. Ja, jetzt ist soweit. Unser Schiff haben wir verkauft. Ein bisschen früher als geplant. Aber das passt jetzt ganz gut so. Das ist super praktisch für uns. Jetzt sind wir einmal statt mit dem Flieger, mit dem Camper runtergekommen. Können hier noch Urlaub machen mit dem Camper und auf dem Rückweg alles mit nach Hause nehmen. Ansonsten wäre es für uns ein bisschen umständlich gewesen. Hätten wir wegen zweieinhalb Monaten ins Wasser rein müssen, ETPI anmelden. Und vor allem hätten wir runterfliegen müssen, heimfliegen, Camper holen, runterfahren, heimfahren. Und wenn wir im Sommer auch noch ein paar Termine, dann wäre es ein bisschen stressig geworden. Auf jeden Fall wollen wir morgen starten mit dem Camper. Wir haben soweit alles eingeräumt und den zweit fit gemacht, dass wir 6, 7, 8 Wochen lang den Peloponnes erkunden können mit dem Camper. Ja, und da freuen wir uns auch drauf. Das wollten wir eh schon lange mal machen. Das wollten wir schon lange mal machen. Es stand bei uns auf der Liste ganz oben. Das ist mit einer der Hauptgründe, dass wir das Boot jetzt doch vor der Saison verkauft haben statt danach. Ja, und wir möchten auch kein Geheimnis daraus machen, warum wir jetzt das Segeln aufhören. Es ist auf jeden Fall so, dass wir beide toi 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 gesund sind, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, keine Gedanken machen. Es ist allerdings so, dass wir ein bisschen mehr Zeit noch in Deutschland mit der Familie verbringen wollen. Dann haben wir auf La Palma mittlerweile kein Apartment mehr, sondern ein kleines Haus mit Garten. Da wollen wir auch viel Zeit, vor allem über den Winter, verbringen. Und dann möchten wir uns noch viel angucken auf der Welt, auch noch vielleicht ein paar Fernreisen machen. Ja, und das Ganze fittet jetzt irgendwie hier mit dem großen Boot am Mittelmeer nicht mehr so ganz. Und das ist eigentlich auch mit einer der Hauptgründe, warum wir jetzt auf den Camper umsteigen. So. Genau. Ja, weil wir eben dann 6 Monate auf jeden Fall auf La Palma sein wollen und dann noch 1, 2 Monate so wegfliegen wollen, dann noch 3, 4 Monate auf dem Segelboot sind, dann haben wir für Campen gar keine Zeit mehr. Das sind so die Hauptgründe. Aber ganz ohne Segeln wird es natürlich nicht gehen bei uns. Zum Glück haben wir beide noch einen Liegeplatz am Bodensee, der so auf Standby liegt, sage ich mal.
Und den werden wir sicherlich zeitnah wieder bestücken mit was kleinen, kompakten Flotten, sage ich mal. Ich an die kennen sehr zeitnah. Ja, und es ist jetzt so, es wird auf jeden Fall noch ein Video geben hier auf unserem Kanal. Danach werden wir wahrscheinlich soweit mal erstmal beenden. Es wird in diesem Video natürlich ums Campen gehen und wir wollen euch dann ein bisschen was vom Peloponnes noch zeigen. Aber hauptsächlich wollen wir dann auch so ein bisschen einen Vergleich machen, Segeln, Campen. Was gefällt uns persönlich besser, so ein kleines Fazit ziehen, Vorteile, Nachteile. Und ich weiß, dass uns auch viele oder einige Camper verfolgen und für die ist das bestimmt ganz interessant. Und ich hoffe, dass es auch den einen oder anderen Segler interessiert. Genau. Mal schauen, wie es uns gefällt. Bisher war es ganz okay. Die kurze Strecke hier runter, ja, doch. Klein, aber fein. Okay, das war es mal für uns. Ein kleines Update. Wie gesagt, ein Video gibt es noch. Pro, Contra, Segeln oder Camper. Und dann hören wir uns wieder vielleicht. Und vielleicht schaut ihr dann nochmal rein. Wäre schön. Und es ist halt immer so, was soll mit dem Segeln aufhören, wenn es am schönsten ist. Okay. Ciao. Ciao.